Laufen bedeutet für mich, den Kopf frei zu bekommen. Auch wenn man nicht so fit ist während der Chemo wie davor oder jetzt danach. Ich bin Risikopatientin, weil meine Mama und meine Tante auch Brustkrebs hatten. Und dadurch bin ich einmal im Jahr zur Vorsorge ins AK Bamberg gegangen. Und ja, so auch Anfang Mai, wo dann bei dem Ultraschall festgestellt wurde, da ist was. Und dem muss man auf den Grund gehen. Wir haben dann zunächst eine histologische Sicherung durchgeführt und haben kleine Gewebeproben aus diesem Befund entnommen. Das Ergebnis ergab dann einen recht aggressiven Brustkrebstumor. Damit habe ich nicht gerechnet, weil ich bis zum Schluss dachte, dass es auch gutartig ist. Ja, und dann ist es erstmal so, als wenn die Welt kurz stehen bleibt, bis man sich dann sammelt und dann geht es halt weiter. Zuerst wurde die Operation durchgeführt und dann habe ich eine Chemotherapie bekommen, 12 Stück. Dann hatte ich nochmal eine OP, also ich habe eine Mastektomie machen lassen auf beiden Seiten. Das heißt, das Drüsengewebe ist komplett draußen und da wurde Silikon gleich sozusagen wieder reingepackt. Und dann wurde ich noch bestrahlt. Und ich kriege jetzt noch Antikörper. Die Heilungschancen beim Brustkrebs haben sich deutlich verbessert. Also wir können in der Tat bis zu 80% der Patientinnen dauerhaft heilen. Durch verbesserte Chemotherapien, Immuntherapien, antihormonelle Therapien. Wir haben so viele Möglichkeiten, eine individualisierte Therapie anzubieten. Ja, also das geht mir jetzt sehr gut. Ich mache gern Sport, also ich habe viel Volleyball gespielt. Das habe ich tatsächlich auch während der Chemo auch noch weitergemacht. Mode spielt natürlich auch eine große Rolle. Also auch beim Laufen muss bei mir das immer alles zusammenpassen, aber auch so. Man will sich ja immer noch als Frau fühlen. Also es ist auch nicht so, dass ich zwischendurch gedacht habe, oh, jetzt bin ich keine Frau mehr, aber das ist es ja nicht. Ne? Aber sich hübsch machen, das ist schon auch wichtig.